So, die Haare müssen schön flach liegen, ein bisschen auffächern und los geht's. Ich bin gespannt, wie der Effekt sein wird. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was richtig Cooles von Barbie für euch und zwar die Rainbow Hair Barbie. Man kann dieser Barbie also wirklich Regenbogenhaare verpassen. Hier habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack davon mit der Haarspange. Die könnt ihr da sehen. Kann man der Barbie also die Haare färben? Ich glaube, so eine Haarspange habe ich noch nie gesehen. Dazu gibt es dann noch ein Glätteisen für den magischen Effekt, ein paar Haarclips und natürlich auch noch eine Haarbürste. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren und hergestellt von Mattel. Damit die Barbie auch nicht die ganze Zeit die gleiche Haarfarbe hat und dieselben Frisuren, kann man natürlich die Frisuren verändern, aber natürlich auch die Haarfarbe, nämlich auswaschen und wieder von vorne loslegen. Wir werden das Ganze jetzt mal auspacken und unserer Barbie Regenbogenhaare verpassen. Schauen wir uns doch als allererstes mal die Barbie an. Die hat wirklich richtig tolle, lange, blonde Haare. Die hätte ich auch gerne. Die sind hinten noch so ein bisschen verklebt, also die hängen so zusammen, aber das lässt sich ganz einfach lösen, nämlich mit der Haarbürste, die dabei gewesen ist. Damit kämmen wir als erstes erstmal die Haare. Wie findet ihr eigentlich das Outfit von Barbie? Pinke, knallige Ohrringe, dazu ein pinkes Top und dann dieser Rock mit ganz vielen, ich weiß nicht, Dreiecken oder Vierecken drauf, also so geometrische Figuren und an den Füßen schwarze High Heels, ganz typisch für Barbie, die hat ja sehr selten Turnschuhe an. Das Make-up, auch typisch für Barbie. Eher so bräunlich vom Lidschatten her. Dann blaue Augen und pinke Lippen. So, ich kämme jetzt erstmal die Barbie-Haare gut durch und dann können wir anfangen, ihr die Haare zu färben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Ganze funktioniert mit dem Glätteisen. Da werden wir mal diese Pappe dann gleich rausnehmen und die Farbe einsetzen. Das ist im Prinzip Haarkreide, so sieht es aus, in so kleinen bunten Blöcken und die ziehen wir dann von oben nach unten über Barbies Haare. So, die Haare sind gekämmt. Ich finde, die sind auch ein ganzes Stück länger dadurch geworden. Dann teilen wir ihr mal eine Haarsträhne ab. Die darf nicht zu dick sein, die darf nicht dicker sein als unser Glätteisen selber. Und dann ziehen wir mal das hier durch, vielleicht noch ein bisschen dicker, damit wir auch alle Haare erwischen. In einer anderen Farbe und dieser Regenbogeneffekt zur Geltung kommt. Also eine Haarsträhne, die spannen wir hier quasi ein. So, die Haare müssen schön flach liegen. Ein bisschen auffächern. Und los geht's. Ich bin gespannt, wie der Effekt sein wird. Und da kann man schon was sehen. Ich glaube, auf Rot habe ich ein bisschen zu wenig Druck. Da muss ich vielleicht ein bisschen doller drücken. Oh ja, da kann man wirklich die Regenbogenhaare sehen. Cool. Hoffentlich erwische ich jetzt nochmal die gleiche Haarsträhne gleichermaßen, damit ich da nochmal ein bisschen die Farben verstärken kann. So. Und nochmal drüber. Je häufiger man da drüber geht, desto knalliger und intensiver werden die Farben dann. Upsala. Ein bisschen krümelig ist das Ganze. Aber ich finde es auf jeden Fall super cool. Ist echt fast wie Zauberei. Man hat nur dieses Glätteisen. Und wenn man nicht weiß, dass da die Haarkreide drin ist, dann würde man wirklich denken, es ist Magie, die dahinter steckt, die der Barbie die Haare färbt. So, nochmal. Da könnt ihr es nochmal genau sehen. Ich halte die Barbie gut fest. Oh, hier war es nicht richtig drauf. So, und los geht's. Jetzt kommt das Rot auch schön zur Geltung. Achtung Barbie, könnte ein bisschen ziepen. Ich finde es auf jeden Fall schon richtig cool. Mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn man das mal ein bisschen durchkämmt. Und vielleicht auch ein bisschen weiter oben am Scheitel. So, und schon sind die Regenbogenhaare fertig. Wenn man die dann nicht mehr haben möchte oder vielleicht eine andere Farbkombination sehen möchte an der Barbie, dann kann man das Ganze einfach mit Seife wieder auswaschen. Seife und Wasser. Und dann
kann man wieder von vorne loslegen. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Haare färben. Und dann könnt ihr das Ergebnis sehen. Ich habe der Barbie-Puppe jetzt zwei große Strähnen im Regenbogen-Look gemacht. Einmal die habt ihr ja gerade gesehen, und dann auch mal auf der anderen Seite. Und ich finde, da ist es auf jeden Fall ein bisschen besser geworden, dass man wirklich die einzelnen Farben des Regenbogens hier in den Farben der Haare wiedersehen kann. Wenn man möchte, kann man jetzt hier noch zum Beispiel eine Spange reinmachen. Vielleicht so. Oder eben auch die Haare flechten. Ich finde sie auf jeden Fall richtig cool, die Regenbogenhaar-Barbie. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!